an, es gibt einen neuen Charakter, ihr seid schon richtig auf dem Kanal. Wie gesagt, ich habe mir einen neuen Charakter erstellt, mit dem bin ich nicht richtig zufrieden. Bin auch richtig stolz darauf. Und nicht wundern, aber keine Angst, Nora wird uns nicht komplett verlassen. Sie wird uns ab und zu mal Modell stehen. Aber dazu komme ich gleich, was ich damit meine. Generell wird es jetzt ein paar Änderungen geben auf dem Kanal oder viel mehr Zusätze. An und für sich wird sich jetzt nicht so viel ändern, es kommt jetzt was dazu. Ich habe mich ja generell sehr viel mit YouTube und Livestream beschäftigt. Gerade die Leute, die jetzt auf Twitch mich verfolgt haben, werden wahrscheinlich wissen, worum es geht. Da habe ich schon ein paar Mal drüber geredet. Ich habe mich jetzt längere Zeit noch nicht dazu überwunden, dass ich halt wirklich was dazu sage, da ich ja halt sehr viel noch selbst nicht gewusst habe. Aber ich dachte, jetzt bin ich auf so einem Stand, wo ich sagen kann, ich weiß zwar noch nicht alles, aber ich weiß schon jede Menge und kann euch halt mein Wissen mitteilen. Und darum wird es jetzt generell auch zusätzlich noch gehen, um VTubing und Streaming einfach. Ja, zum einen wird es einfach darum gehen, ja, wie werde ich eigentlich VTuber? Was brauche ich dafür? Welche Programme kann ich nutzen? Ich werde euch ein paar Programme vorstellen, die man halt nutzen kann, um den Charakter zu tracken. Ich werde euch natürlich nur Programme zeigen, die ich halt selber mal genutzt habe und ausgetestet habe. Alles andere macht ja keinen Sinn. Programme, die ich nicht kenne, macht es ja keinen Sinn, euch vorzustellen. Auch generell werde ich halt auch nur Programme testen, die ich halt nutzen kann. Da ich ja halt keinerlei Body-Tracking oder sonstige Möglichkeiten habe, bis auf die Leapmotion, werde ich halt solche Programme erstmal nicht reinnehmen. Ja, falls ich halt irgendwann mal im Laufe der Zeit halt verschiedene Tracker kriege, werde ich die natürlich auch vorstellen. Aber was ich nicht habe, kann ich vorstellen. Bleiben dabei. Es macht halt nicht viel Sinn, etwas vorzustellen, was man halt nicht mindestens mal getestet hat. Aber der viel größere Teil, um den es sich bei mir dreht, ist jetzt der kreative Prozess dahinter. Welche Programme kann ich nutzen, um halt Charaktere zu erstellen? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Plugins gibt es? Welche generell Programme kann ich nutzen, die mir unterstützen für irgendwelche Sachen? All das wird jetzt halt der neue Fokus sein des neuen Formates. Ich nenne es, ja doch, Format macht Sinn. Das ist jetzt VTubing-Format. Da gibt es halt einmal Unreal, ein bisschen Timelapse und jetzt ganz neu VTubing, V-Streaming. Das ist jetzt erstmal der Plan, den ich verfolge. Ich sag, ich habe jede Menge Spaß. Ich hätte auch nie daran gedacht, dass ich halt so viel Spaß mit dem Charakter erstellen habe. Normalerweise war das so mein Nemesis, was das Modellieren angeht. Ich habe halt nicht gerne organische Sachen gemacht, sondern mehr so Hard Surface. Aber dadurch, dass ich halt viele Möglichkeiten habe, die ich euch natürlich auch vorstellen werde, sonst wäre das ja alles sinnlos, was ich jetzt vormache, kann ich halt sehr viel einfach Arbeit, die ich halt nicht gerne tue, einem anderen Programm übernehmen lassen. Ja, und das finde ich halt sehr, sehr gut. Man kann relativ einfach, auch wenn man halt nicht so viel 3D-Erfahrung hat, einen relativ guten Charakter hinbekommen. Und das werde ich halt euch nach und nach zeigen. Ich sage, das Modell, das ich hier erstellt habe, ist halt als Basis ein ViewWord-Charakter. Der hat halt ich alles schon mal drinne. Blend-Shapes, er ist vollkommen rigged. All das werde ich euch natürlich erklären, was das heißt für die Leute, die es halt noch nicht wissen. Ergo alle, die halt keine Ahnung von Animieren oder 3D haben. Die wissen halt gar nicht, wovon redet die Frau jetzt, was will die von mir. Aber kein Problem, all das werde ich dann heute euch erklären, wenn es soweit ist, wenn es zu dem Thema kommt. Ja, und ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf auf das neue Thema wie ich. Es wird wahrscheinlich jetzt auch mehr Timelapse geben, was halt in diese Richtung geht, dass ich verschiedene Assets erstelle, sei es halt Klamotten, verschiedene Assets, die man halt an den Charakter dranpinnen kann, wie Hörner, Flügel, Schweife oder sonst was oder halt generell Klamotten. Denn generell will ich jetzt einfach mich mehr mit dem Erstellen von verschiedenen Sachen für halt solche Charaktere erstellen. Da habe ich jetzt momentan viel Spaß dran. Ich hoffe, ihr seht das genauso und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns demnächst in dem neuen Tutorial. Und euch allen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Bis zum ersten Tutorial.